Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Ward Skyblock Expert Mode. Ich habe hier offscreen mal kurz ein bisschen die Plattform fertig gebaut und mit Glowstone ausgeleuchtet und ich habe die ganzen Tiere wieder in ihre Käfige zurückgebracht, damit hier mal ein bisschen Ordnung ist. Denn wir wollen heute an dieser Anlage hier bauen und ich sehe gerade, hier oben ist nicht ausgeleuchtet. Das heißt, haben wir noch Sticks? Ja, haben wir. Und Coal. Oh, auch ein Viertelstack. So. Jawohl. Dann können wir hier erstmal. Erstmal ausleuchten. Provisorisch. So. Also, wir bauen heute die Mob-Sortieranlage und dafür brauchen wir Wood. Und das haben wir hier zum Glück. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das gerne hätte. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Und ich erkläre das dann, während wir das bauen. Also hier sind quasi so, oder hier sind quasi Förderbänder, die Mobs dahin transportieren. Zu der entsprechenden Falle. Denn verschiedene Mobs sollen quasi unterschiedlich hier in die Fallen rein. Somit haben wir dann von allen Möglichkeiten quasi immer genug. Also wir haben genug Mob-Essence, genug Liquid XP und genug Items und ja. Das ist zumindest erstmal der Plan. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie man das am klügsten löst. So, das wäre so. Das wäre dann so. Nee, das ist falsch. Die kommen weg. Die gehen hier vor und die gehen darüber. Ja. Wir müssen jetzt echt aufpassen, weil hier gleich tonnenweise Mobs spawnen, wenn es Nacht wird. So, dann das gleiche hier nochmal. So. 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 1, 2, 3, 4, zack. Okay. Das ist jetzt quasi so die Grundform. Beziehungsweise hier noch. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Gut. Ist das alles gleichmäßig? Ja, ich denke schon. Dann können wir das jetzt quasi mal voll bauen. So. Zack und zack. Und auch hier. Zack, zack, zack. Wir haben noch einen Stack. Sehr gut. Das hier kann weg. Das hier war zu viel. Ja, der Builder's Wand ist natürlich immer so ein bisschen eine gefährliche Sache. Das haben wir schon oft genug gemerkt. So, dann hier rüber, darüber. So, ist jetzt nicht schön. Vielleicht mache ich die Kanten hier nochmal irgendwann weg und ersetze die durch Stairs. Aber erstmal geht es um Funktionalität. Design kann man im Nachhinein immer noch machen. So. Dementsprechend wird es eigentlich auch reichen, wenn ich erstmal nur das hier so ausfülle. So.
Und hier vor, jawohl. Und hier vor, jawohl. Und hier vor, jawohl. Okay. Gut. So, so und so. Na toll. Jetzt geht das Holz aus. Komm, das klauen wir uns einfach hier weg. Nachdem ich das hier sowieso mit Stairs später machen will, passt das. So. Na, komm her. Und so. Gut. Jetzt brauchen wir eigentlich noch viel mehr Holz, fällt mir gerade auf, weil über einen Block können die Zombies springen, wobei ich würde da vielleicht sogar ganz gerne Glas hinmachen. Ja. Ich glaube, Glas ist gut. Hier nochmal Glas drauf, dann kann man von der Seite quasi die ganze Anlage beim Arbeiten sehen. Das ist gut. Und vorübergehend würde ich sogar hier mal überall Fackeln hinsetzen. Beziehungsweise, nee, komm. Das macht keinen Sinn. Wir schalten einfach F7 aus. Nee, wir gehen einfach rechtzeitig schlafen und dann ist das Problem behoben. Da kommt schon Sonne. Wie sieht es denn aus mit Wood? Ja, wir können noch genug machen. So. Und Glass haben wir auch. Das ist ein bisschen viel, ne? Chisel, wie sieht's aus? Ne, ja, okay. Genau das wollte ich. Genau das. So. Dann, was nehmen wir denn da? Shield Glass, Steel Frame Glass. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Ja, das kann man auf jeden Fall. Oh, das ging kaputt. Schade. Kann man auf jeden Fall für die Anlage hier nehmen. So. So, die wichtigsten Teile fehlen natürlich alle noch, denn die Mobs werden wahrscheinlich kaum freiwillig in die Killkammern gehen. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also wenn sie wollen, okay. Aber ansonsten bezweifle ich das mal. Steel Framed Glass. Machen wir uns noch ein bisschen was. So. So, dann der nächste hier. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So. So. So, so, und das nächste, nein, da. Gut, also jetzt können die schon mal nicht mehr raus, das heißt den Deckel drauf, das können wir irgendwann mal machen. Dann brauchen wir jetzt Conveyor Belts. Wo ist ein Crafting Terminal da? So. Conveyor Belts. Und zwar, ja, bunte wären zwar schön, aber ich glaube, bunte, wie zum Beispiel diese braunen, dafür bräuchten wir braunen Ceramic Dye und ich glaube, ja, wobei, das geht sogar. Okay. Belt. Conveyor Belt. Dann machen wir uns heute ein paar Conveyor Pads. So, 1, 2, 3, 4 Stacks. Beziehungsweise wir machen uns verschiedene Farben. Ich habe eine Idee. Und zwar dann ein Stack davon. Dann das hier. Okay, davon kriegen wir dann nicht so viele zusammen. Nur 8, okay, das reicht hinten und vorne nicht.
Schwarz kriegen wir doch mit Sicherheit zusammen, oder? Hier. Oh. Da geht jetzt der Ceramic Dye aus. Okay. Na gut, schauen wir mal. Dann nehmen wir Schwarz doch für da. Das ist quasi so der, ja, Input. Der Mob-Input. So. Und hier in der Mitte. Hier kommt ein Teleporter hin. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre dann hier, ne? Jawohl. Dann kann hier unten ein Tesseract hin. Da haben wir sogar einen, haben wir sogar in der Hosentasche. Energie läuft. Und das ist dann. Ach, wir brauchen das Multimeter dafür, genau. Das ist dann Mob Farm. Genau, einfach mal nur Mob Farm. So. Und hier landen die. Ich überlege gerade, brauchen die? Doch, die brauchen auch Energie, glaube ich, hier, ne? Dann können wir zum Beispiel die roten in die Richtung bauen. So. Und dann die roten in die Richtung. So. Und dann die braunen in die Richtung. So. Na komm. Und dann davor. Kann man das mit einem Builder's Wand irgendwie setzen? Ne, ich glaube, bevor ich die jetzt mit dem Builder's Wand setze, die dann irgendeine komische Ausrichtung haben, machen es einfach noch kurz per Hand fertig. Ist hier nicht so dramatisch. So. Okay. Und hier in der Mitte hätte ich ja eigentlich ganz gerne noch eine andere Farbe gehabt. Aber wir sind ja eh noch nicht fertig, deshalb. So, und hier in die Mitte, genau da. Da kommt jetzt ein Block hin, den wir noch nicht haben. Wie sieht das eigentlich von hier unten aus? Ja, geht. Also sobald ich das hier ein bisschen schöner mache und vielleicht hier noch eine Stütze oder so, dann sieht das ganz schick aus. Gut. Und zwar brauchen wir einen Mob-Router. Das ist der hier. Dafür brauchen wir einen Item-Router. Und was haben wir dafür? Okay, wir brauchen auf jeden Fall, ja, eigentlich zwei von denen, weil. Okay, dann haben wir halt jetzt erstmal keins auf Lager. Aber dann sparen wir uns kurz das Bauen von dem Teil. Jetzt habe ich die Kiste. Da. Item Router fertig. So, und jetzt der Mob Router. Dafür haben wir auch eine Menge. Also uns fehlt noch Plastik. Machen wir mal so. Ja, Plastik. Machen wir mal so 20. Ich meine, das ist ja doch recht teuer. Aber das sollte noch gehen. Und dann brauchen wir den Chronotyper. Und dafür haben wir alles, oder? Nee. Ach, das Chassis. Das müssen wir noch herstellen. Lassen. Chronotyper. Unseren Purple Dye brauchen wir noch ein bisschen. So. Schauen wir mal, wie lange das Chassis noch braucht. Ach, das muss gelasert werden. Stimmt. Aber das Lasering ist
fällt. Ah, nee, Moment, Moment, Moment. Der lasert gerade nicht, oder? Ja. Okay. Na gut, dass ich es nochmal gemerkt habe. Da habe ich ja mal hier tonnenweise von denen gemacht und da, ja. Wisst ihr noch, wie lange wir für das allererste gebraucht haben? Und jetzt flupp, fertig. Die Mega-Laser-Anlage hat geregelt. So, Chassis, zack, Chronotyper. Ja, so, dann hätten wir den. Und dann können wir eigentlich schon den Mob-Router bauen. Tada! So, und ich hoffe, der funktioniert jetzt, wie ich mir das vorstelle. Wie funktioniert denn der? Aha, er funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, aber geht noch. Und zwar brauchen wir dann drei Chronotyper. Drei Mob-Router. Okay, das ist teuer. Nehmen wir mal fünf von denen. Ach, Crushed Obsidian, dein Ernst. Also wir brauchen auf jeden Fall noch zwei. Okay, wir müssen den Crusher automatisieren. Jetzt ist es soweit, dass es mich wirklich aufregt. Wo bauen wir den denn hin? Bauen wir den doch hier hinten hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Zack, Crusher ist da. Dann brauchen wir Interface. Das können wir schnell bestellen, genau. Und einen Importbus. Den können wir auch schnell bestellen. Genau. Und ME Glass Cable. Und Green. Habe ich keine Kakteen mehr? Warum läuft das nicht mehr? Ach, weil die Kürbisse schon wieder voll sind, oder? Ja, die Kürbisse sind ein kleines Problemchen. Und es wird Nacht, das heißt ganz schnell schlafen, bevor da hinten die Party des Jahres abgeht. Crafting Terminal, ja. So. Das reicht. Na, vielleicht, wenn wir das Interface da so hinpappen und den Importbus da so hinpappen. Ich meine, ist wahrscheinlich wurscht worden, den Block, aber es soll ja auch noch ein bisschen was aussehen. Und dann reichen uns sogar sechs. Cool. Dann Obsidian. Obsidian. Ein Obsidian wird zu einem Crushed Obsidian, oder? Ein Obsidian wird zu einem Crushed Obsidian, ja. Prevents Mob Spawn, habe ich da gerade gelesen. Okay. Ja. Vielleicht erst das Pattern machen. Das wäre klug. Ein Obsidian wird zu einem Crushed Obsidian. Zack. Und da ins Interface. Ach. Und wir brauchen noch Strom. Redstone Energy Conduits. Ich wollte gerade schon ein Tesseract holen, aber dann dachte ich mir so. Ja, nee, komm. Der ist irgendwie drei Blöcke entfernt.
Passt schon. So, und wenn ich jetzt Chassis bestellen möchte, 10. Iron Bar. Es ist immer wieder erstaunlich, was wir alles nicht automatisiert haben. Hier so. Und Chassis. Irgendwas war noch. Irgendwas ist mit Tin. Was will er mit Tin machen? Wo ist Tin das Problem? Jetzt haben wir sicher wieder irgendeine ID-Problematik. 16 Tin. Wofür könnte er denn 16 Tin gebrauchen? Für Signalum? Für Lumium? Signalum? Ist da Tin drin? Copper, Silber, Redstone? Nee. Lumium? Ist da Tin drin? Nee, oder? Ach doch, da ist Tin drin in Lumium. Und da ist wahrscheinlich das Falsche drin. Lumium. Tin? Tin. Aha. Aber du darfst auch gerne andere Sachen benutzen, wenn dir das lieber ist. So. Jetzt aber. Chassis 10. Warum? Liegt es doch nicht am... Ach, available. Okay, aber wir haben trotzdem schon mal einen Fehler beseitigt. Ein Fehler, der gar nicht da war, aber... Ah ja, die Tin Gear ist wahrscheinlich. Tin Gear. Iron Gear, Signalum, Inver, Copper, Enderium, Tin Gear. Okay. Was haben wir denn hier? Aha. Tin. Da kommen die Gears rein. So, jetzt aber. 10. Oh, dankeschön. Jetzt können wir gleich mal schauen, ob unsere Rock Crusher-Geschichte hier hinten funktioniert. Ja. Sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Und wir haben auch endlich mal den grünen Strang hier in Benutzung. Ist das denn ernst? Hier ist noch ein Schaf. Und noch eine. Ach komm schon. Die verarschen mich doch. So, also der Plan hier ist quasi, die Mobs werden jetzt hierher gebracht. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Haben wir noch Conveyors? Keine schwarzen mehr, hier können schwarze hin. Die werden jetzt hierher gebracht. Und hier sind dann drei Mob-Router, die sich dann quasi die Mobs aussuchen, die sie gerne hätten. Und die saugen die dann hier rein. Und dann können wir quasi einstellen, welche Mobs hier, hier und hier rein sollen. Dann können wir die auf die verschiedensten Arten und Weisen schnetzeln. So. Mob-Route. Okay, Orange Dye. Dürfte jetzt nicht so das Mega-Problem sein. Was könnte noch ein Pro? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Genau, Chronotyper. Das ist das Letzte, was fehlt. Davon brauchen wir mehrere. Sollte aber auch nicht das Problem sein. Zwei Stück, perfekt. Mob-Router. Bam. Ich weiß, sie haben die automatisiert, aber so geht's schneller. Okay, man kann die nicht stacken. So, dann noch einen Mob-Router hier. Wie rum funktionieren die wohl? Ich habe keine Ahnung. Ich stell die mal so hin und dann gucken wir einfach. Zur Not müssen wir sie halt nochmal umdrehen.
Moment, das ist falsch. Das ist falsch. Wenn, dann gehört der dann da so hin. Und dann brauchen wir nochmal Wood. So, um hier quasi zuzumachen, um sicher zu gehen, dass die nur über die Mob-Router hier durch können. Ja, jetzt bräuchten wir noch ein paar Conveyors. Haben wir noch Clay? 11. Also das reicht zwar für diese Anwendung noch, aber wir sollten demnächst mal unsere Clay-Automatisierung wieder in Betrieb nehmen. Beziehungsweise auf den aktuellen Stand der Technik umrüsten. Aber das habe ich ja mit so vielen Sachen vor, deshalb. Conveyor 16. Machen wir nochmal 16 davon. So, und jetzt ist die Frage von... Ja doch, davon kriegen wir eigentlich genügend. Ein halber Stack sollte auch reichen, oder? Ich meine, wir hätten auch einfach die Orangen für das letzte benutzen können. Fällt mir gerade ein. Egal. Jetzt haben wir überall schöne bunte Farben. Das ist doch schön. So. Zack. Und dann die schwarzen werden hier vorgebracht. So. Gut. Jetzt kommen die Mobs hier an und werden hier dann, die laufen dann hier auch nur ein kleines bisschen. Werden die sogar auf dem Ding schon transportiert? Nee, die laufen dann hier ein bisschen rum und werden dann hier vortransportiert. Und dann werden die hier eingesaugt und dann werden die hier in die verschiedenen Dinger geworfen. Alles klar. Ich würde sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Expert Mode. Bis dann. Tschüss.